Willkommen zurück. Wir machen da weiter, wo wir stehen geblieben sind. Alles klar. Ich gebe jetzt mal hier ein Medikit. Wenn es geht, hier direkt weiter. Keine große Unterbrechung. Scheiße, Digga. Ja, es hat nicht wirklich, ob man zoomt oder nicht zoomt. Die Präzision ist eigentlich die gleiche. Alter, der ist aber schnell gestorben. Haben wir das jetzt geschafft? Weil eigentlich ist hier noch einer drin. Guck ich mit der Schlucker am besten weg. So, eigentlich müssen wir das jetzt geschafft haben, ja. Ja, bevor wir das machen, sammle ich kurz die Ressourcen hier auf. Habe ich wirklich alles genommen? Weiß gar nicht, ob wir das behalten sollten. Bin ja dagegen, weil die bringen nichts. Da werfe ich das Schlechtere weg. Wie viel Munition haben wir eigentlich? Jetzt reicht. Das reicht auch. Da könnte man ein bisschen was droppen, aber ich behalte mal die Sachen. Ich heb sie aber jetzt nicht mehr auf, also ich heb jetzt nicht mehr Shotgun-Munition auf, aber ich nehme gerne die Nummer 19 mit. Speichern. Thanks for the help. Things got pretty hairy. What are you doing here anyway? I'm looking for information about Strelok. Fox told me about it, about you. So I came for a chat. Okay. Einfach okay. Okay. You helped me out for free, so I'll tell you. One of the guys, a former digger called Mole, is waiting for me. He dug up Strelok's stash, but I don't know if he found anything there. Here are the coordinates of our meeting place. Tell him I sent you. They'll be looking for me now. So I'm gonna lie low for a while. Here's some cash for your help too. Gut. Bevor wir weitergehen, können wir noch handeln. Ich kann ein bisschen Munition bei dem verkaufen. Das ist nichts wert. Egal, besser als nichts. Also deswegen, ihr macht euer Geld primär in Stalker nur durch Artefakte und ja, durch Artefakte, das war's eigentlich. So, Equipment, Ausrüstung, die geben euch kein Geld. Das ist kaum. Der lohnt es sich nicht, so viele Waffen mit zu scheppen. Außer man verwendet sie so wie ich. So, ich hoffe, eine Nate hier rüber. Hat keinen getroffen, leider. Schade. Ich schick's mal die Seite. Wo ich Deckung von den Kaspern hier rechts habe. Jetzt bin ich jetzt ziemlich verkehrt in Lage, Alter. Okay, ich muss da pushen. Lass mich hängen wegen den Gleisen. Macht einfach Peekaboo mit mir, Alter, what the fuck? Fassbar, Junge. Ich gebe dir nochmal 19 Munition. Wechsel die Waffe.
Ah, Junge! Aua! What the fuck? Ich alles noch. Alter. Ich muss immer auf meinen Health achten, die geht schnell runter bei den Leuten hier. Junge, wie der weggeflogen ist. Ja, ich lasse sie mal ein bisschen schießen, immer rausfliegen. Ich glaube, ich gehe lieber hier hoch. Ich wünsche, die Hunde würden mir helfen. Junge. Warte, ich wechsle die Waffe. Alter, habe ich viel Munition mit dir. So, das sollten alle gewesen sein. Artefakt. Mitnehmen. Das ist direkt 300, nee, 600 Rubel oder so. Oh. Artefakt. Piss dich. Ey. Junge, ich mein's ernst. Wenn die mich angreifen, mach ich die platt. Move to the next level, let's go. The military are about to destroy Maul's group. We need help. Damn, that's a military air assault force. Our guys are there. Let's go now. Warum läuft dann so langsam? Ja, also wir müssen nicht auf den warten. Wir können gerade auch vorrennen. Ja, ich hab's auf den Verkauf gehoben. Das war ganz so verwirrend, ich bin dagegen gelaufen, das ist jetzt verschwunden. Oh Scheiße, da müssen wir helfen. Aber bevor wir helfen, erstmal Artefakte sammeln. Ihr könnt mich judgen, wie ihr wollt. Ich bin ein Loot Goblin, ich nehm die Scheiße mit. Get info from the mole. Oh, ein Junge, der arme Typ. Leider kann ich grad nicht helfen. Flog aber echt nicht gut. Aber die hat paar getroffen. Er sah so aus, als hätte sie getroffen. Oh Junge, wie ich den weggenugt habe. Jetzt können wir die neue AK benutzen. Wir brauchen jetzt die alte nicht. Wir haben die bessere Variante, quasi. Junge, warum haben die so viel Munition? Das ist mir ehrlich. Ich hab nachgeguckt, ich hab's auf Default gestellt. Der droppt wenig. Das war jetzt wenig, das war jetzt ein normaler Drop. Aber okay, I take it. I take it. Okay, ich hab Task completed. Okay, gut, wir pushen gleich weiter. Ich nehme aber diese Munition sehr gerne mit. Bandage. Oh fuck, sorry. Bandagen auch. Man schießt nicht auf Leichen, das ist bösartig. Hoppla. So, hier vorbeirennen. War das ein explosives Fass? Ah, das ist so braun.
Oh Gott. Oh, oh, schnell zur Seite. Ist hier noch einer Close Quarters? Ja, der Typ. Alter. Ich konnte gerade nicht kommentieren, ich war gerade. Ich bin literally in der Zone, Junge. Ich dachte, das wäre jetzt außer mir. Looten den immer schnell. Ich mach das hier nicht umsonst. Ah, da hätte ich drauf schießen können auf die Jerrycan. Ich weiß nicht, wie die Sachen auf Deutsch heißen. Ich kenne alles nur auf Englisch. So, machen wir ein Autosave. Ich nenne es Autosave, weil das Spiel hat. Thank you, friend. Das wird am Bot kommen. That was too close. The Grunts always carry their missions through. We've got to get out of here before the task force arrives. Come on, I'll show you the way. Ich werde diesen alten Meme von 2018 nicht zitieren. Ihr wisst genau, wie ich nicht meine, der früh eigentlich schon gestorben ist. Hier die Hunde in Ruhe lässt. Tu ich jetzt auch. Der Munitionsverschwendung. Phew, it's quiet here. We can wait for the raid to finish. Seri told me what you're looking for. It's underground around here somewhere, but I don't know exactly where. Be careful and good luck. Verstehe. Thanks for your help, Stalker. If you hadn't showed up... Alter! If you hadn't shown up, I'd be a dead man by now. I'm looking for info on Strelok. Seri told me you know something about him. Seri? Well, okay, listen. They say Strelok used to sneak around here. On top of that, his stash is somewhere around here below a rock. Alter! Below around! Was ist hier? Below ground. I heard his group even has a base here. We also looked for what stash, but we found jack shit. I'll give you the info about the stash. Maybe you'll be luckier. This is everything we have on the stash. How do I get into the basement? This is one of many exits, which will lead you into the interconnected basements. Once you're in there, you're on your own. I don't have a map and the basement network is huge and confusing. Thanks for the information. Junge! Kann ich den Arm machen? Oh ja, ich kann einen sehr Arm machen. Oh scheiße. Oh fuck, der hat das Licht angemacht, was dunkel wird. Cool. So. See you. Gut. Das ist übrigens die Ausdauer. Nehme ich mit. Jetzt mache ich in das Slot, jetzt habe ich höhere Ausdauer. Das nehme ich auch, dann spare ich mir die Bandagen. Burn, Camel geburnt, da falle ich eh nicht rein. Also ich versuche jetzt nicht diese... Die Buffs zu bekommen. Das wird aber relativ einfach sein. Gut, wir gehen jetzt runter. So. Sicherheitsspeicher schon. Falls es nicht gespeichert hat, wir benutzen ja hauptsächlich die MP5, weil... Erstmal finden wir Banditen, finden danach Soldaten. Die Soldaten sind ja das, dann das Problem. So. Oh mein Gott, hab ich schon gespottet. Ach du Scheiße. Yep. Drecksau. Tut mir schon trotzdem leid, weil... Tut mir trotzdem leid, aber... Fick dich. Schnell zurück.
Exekutieren den Spalt. So. Okay, ist das jetzt clear? Nee, zwei sind noch am Leben. Irgendwo. Vielleicht hier um die Ecke. Fuck, Mann, ich hatte recht. Ich hatte es bei sowas recht zu haben. Ey, das waren die von der Quest. Cool. Aber jetzt war hier looten, ne? Looten, ne? Mit einer Wurst. Jetzt brauche ich extra die Shotgun-Munition. Komm, ich warte, die Kisten alle kaputt. So. Gut, hat die Granate, perfekt. Perfekt. Er kennt ja gar nicht diese Anspielung, oder? Ich werde es dir jetzt auch erstmal nicht nennen. Ich mach's aber mal nicht, weil ich. Keine Ahnung. Ich habe jetzt keine Lust, das zu erklären. Auf jeden Fall eine Social Media Sensation. So, gehen wir runter. Hier ist nichts, okay. So, lauf frei. Das ist übrigens Chemical Burns, ja, also, das ist eine Anomalie, die verursacht Chemical Burns. Deswegen laufe ich da nicht rein, weil ich da jetzt sehr fittig für bin. Aber ich kenne diesen Raum. Ich kenne diesen Raum sehr gut. So. Das, was ihr gerade gehört habt, ist ein Bloodsucker. Und sein Name ist Programm. Ah, ich wollte gerade nicht speichern. Sein Name ist Programm. Er saugt sich das Blut aus. Werden wir ihn sehen. Das Ding ist halt unsichtbar. Also es kann unsichtbar werden. So ähnlich wie ein Chamäleon. Nee, Junge! Ah, warum brauchst du langsam nachladen? Okay, das ist dort hier. So dieses Viech aus. Gruselig, ne? Aber wenn man halt das Spiel kennt, weiß man. Wann die kommen, deswegen sind sie gar nicht mehr so schlimm. So. Ich hoffe, das lockt weit. Ne, es lockt gar nicht weit, scheiße. So, gegen die verwenden wir dann unsere AK. Okay. Ah, Junge! Oh, warum schleppt die Waffe jetzt? Scheiß, die Wand dann. Einfach. Oh mein Gott, ich kann ihn nicht mehr werfen müssen. Okay. Wir haben noch drei Kontakte hier, das ist nicht gut. Solange keine gute Ausrüstung haben, können wir die auch nicht wirklich so richtig tackeln. Ich sind noch sechs Kontakte. Okay, bevor die jetzt flankieren, erstmal hier die Position wechseln.
Okay, schnell weg, das Doppelteam. Oh, die Shotgun ist nicht geladen. Ach, schnell laden. Okay, hätte ich mit der Pistole exekutieren sollen, aber... Ja, tja, adios. Noch ein Kontakt. Hier nicht. Hier irgendwo. Vielleicht Relog? Nee, natürlich nicht. Oh, drei Kontakte. Über mir, oder? Und nee, doch, über mir. Über mir ist noch eine Etage, deswegen. Vielleicht hier? Okay. Solange mir nicht sicher ist. Solange es hier sicher ist, können wir weiter, weil hier geht es rein. Da kann man hochklettern. Und hier ist nämlich Strelok's Versteck. Aha. So, und hinter dieser Karte der Tschernobyls Sperrzone ist ein gigantischer Flash Drive, den wir mitnehmen. Und zur Bar bringen. Also da. Komm mal. Also die Location ist wirklich Bar. B-Bar, und dort bringen wir das als Barkeeper. Und der kann damit mehr anfangen. Ich über den Tisch weg, weil. Okay, doch, wir haben alles hier. So. Banditenjacke. Wie sieht eigentlich unsere Rüstung aus? Nicht so gut. Die ist aber nicht besser. Ja, der ist ein Punkt schlechter. Gut, droppen wir. So, was wir jetzt aber gefunden haben, ist eine neue AK. Diese AK ist eine. Oh fuck, doch. Ist ein Legendary Waffe. Das heißt, durch diesen Pfeil, man, unsere Pistole hat das auch, hat sie einen bestimmten Buff. Und bei ihr ist es halt eben, dass sie. Der Modifying Closing System increases the rate of fire. Die schießt schneller, aber behält die gleiche Präzision. Wobei, die ist ein bisschen präziser. Ja, ich glaube, die ist tatsächlich präziser. Das ist die Präzision, die wir jetzt haben. Nur auf das Fadenkreuz achten. Das ist der von der normalen AK. Also ja, wir haben jetzt die präzisere AK, die noch schneller schießt. So. Das ist hilfreich, wenn wir auf sehr nahen Distanzen kämpfen. Oh, und hier, Alter! Habe ich nie gefunden. Hinter der Kiste ein Stalker-Anzug. Ja, geil. Ciao, Merc-Suit. Den verkaufen wir nicht. Wir brauchen. Wir müssen nicht schleppen. Der bringt uns sowieso nicht viel Geld. Ja, nice. Das habe ich gar nicht gewusst. Na gut. So sind wir gewappnet für die nächste Passage. Die wird sehr unangenehm. Was ist wieder ein Haufen Soldaten hier? Seht ihr? Direkt präzise. Oh. Licht. Das Licht. Ich glaube, das ist Licht vom NPC, der da halt durch. Das durchscheint. Ah. Interessant. Junge, fliegt er dramatisch runter. Ach, das ist eine Lampe. Oh, ich hasse Treppen. Es ist nicht nur, weil ich ein Fettsack bin, sondern auch, weil... Bei Treppen muss man sich am besten am schlechtesten kämpfen kann, als wie er da liegt, sein Bein verdreht. Scheiße. Soll ich das wirklich machen? Oh, ich probier's. Oh, die flog gut! Einmal flog man bei mir eine Nate gut, das ist ein guter Fortschritt. Komm.
Okay, ich hab mich mal. Wir haben 14 Medikits, Alter. Irgendwas ist. Ich glaube, irgendwas ist mit der Drop Rate doch nicht richtig, aber ich hab's auf Default gepackt. Ich meine das ernst. Okay. Gut, ich glaube, ich brauche jetzt mal erstmal gar keine Munition mehr aufheben. Was er aufheben ist ein Bandage und Medical Zeug. Wir rennen jetzt draußen hoch, weil. Genau, deswegen komm, mach das kaputt. Okay, da ist nichts drin. Oh nein, 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 nein. Zur Seite, zur Seite. Okay, weiter, weiter. Was er gerade eben gehört. Gut, jetzt haben wir einen. Diese Passage kann man stealthen. Aber ich kenne mich. Ich krieg das nicht hin, deswegen machen wir das so stealth wie es geht. Und danach ein bisschen Rambo. Ah, ich speichere nochmal, weil. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Auto selbst platziert hat. Oh, okay. Weil das ist sehr, sehr cool, aber. Ich weiß nicht, ob das jetzt hinkriege. Gut. Denn unten links seht ihr ganz klein das Symbol für einen Lautsprecher. Okay, den hab ich entdeckt. Bin immer ins Gebäude reingekommen. Ja, ich mach den Alarm sofort aus. Ihr seht unten links halt eben das kleine Lautsprecher. Das ist ein Lautsprechersymbol plus so eine Glühbirne. Das heißt, das steht für Sichtbarkeit und Hörbarkeit. Also kann man halt kontrollieren bzw. überblicken, wie sichtbar man ist. Und da kann man halt dadurch Stealth-Passagen machen. Funktioniert nicht ganz einwandfrei. Es ist möglich, aber es ist. Es funktioniert nicht so gut, wie es funktionieren sollte, und sagen wir das so. Wie gesagt, das Spiel war in der Developmental und die Fachpresse ist damals nicht wirklich interessiert, weil die Atmosphäre vom Spiel und das Setting an sich so überzeugend war, dass er durchweg gute Bewertung bekommen hatte. Um das mit modernen Spielen zu vergleichen. Es ist wie Cyberpunk, nur dass dieses Spiel auch noch guten Inhalt bot. Ich will Cyberpunk nicht erzählen, aber ich gebe dem Spiel vielleicht noch eine Chance, aber von dem, was ich gesehen habe, es hat halt null die Sachen, die es eigentlich haben sollte und ich war halt selber nee, ich hatte nicht reden, ich sehr enttäuscht drüber. Vor allem, dass die Entscheidung der Story. Vor allem, dass die Entscheidung dieses Riffs quasi nicht mehr groß was ändern. Und die Story soll anscheinend ganz gut sein, habe ich gehört. Was mich nicht wundert, was ich muss das auch selbst spritzen. Was mich nicht wundert, weil. Naja, es basiert auf einem sehr, sehr guten Film. Dessen Namen ich gerade vergessen habe. Und leider kann ich den Namen nicht mehr herausfinden, weil es aus dem Podcast ist. Podcast ist der. Dessen Folgen leider alle gelöscht wurden, weil dessen. Dessen Ersteller sich aus dem Internet zurückziehen wollte. Sagen wir es so. Er hat sehr viel auf Twitter verbracht, deswegen dachte ich, okay. Ich muss raus da. Alter. Aber jetzt können wir wieder ein bisschen Munition sammeln. Dessen die Drop Rates waren normal, so 4, 5 ist normal. Aber wenn so. Alter. Okay. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Alter. Ich dachte, ich kann mich durch den Schlitz pressen. Ich vergaß, ich bin fett. Dick, 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 dick.
Was ist denn mit Discord los? Warum startet sich Discord neu? Gut. Yeah. Das waren nicht alle. Warum mache ich, versuche ich jetzt noch zu machen? Oh Gott. Ich weiß nicht, ob er das exklusive Fass angeschossen hat. Oh Gott. Das sind drei. Ich habe mich gefragt, das sind drei. Einer im Turm, einer hier unten, einer vom Tor. Ich kann eigentlich rausrennen, aber I chose violence. Ultra violence. Okay, da habe ich einen Baum, da habe ich Deckung. Na, scheiße. Alter, Junge. Habe ich viele getötet. Das ist billige Nightwish, das gefällt mir nicht. Oh nein. I did it. Man sieht bitte doppelt. Ich hoffe, ich nehme noch auf. Gott sei Dank, Alter. Junge. Er muss aber auch mal niederhalten, einfach. Alter. Gib her. Ach, scheiße. Fuck, was war nochmal eine Taste für? Genau. Nee, das. U76? 0? Fragezeichen? T? T, genau. Geht, kann ich nicht durch. Kann ich nicht durch. Da kann ich durch. Ja, kann ich da durch. Geht da nicht so hier rum, genau. Aber der war nicht ganz gut sichtbar, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt mich so angestellt habe. So, Autosave, weil ich habe, glaube ich, in den letzten 3 Minuten nichts gemacht, was ein Speicherpunkt vom Spiel aus getriggert hätte. Da hinten waren Stashes, die ich abfarmen könnte. Aber ich skipp die einfach. Also, manche Anzüge haben mit N80-Gerät, das ist aber sehr schlecht, man sieht sehr viel doppelt. Sieht manchmal, es flackert ein bisschen, das soll halt signalisieren, oh, du hast einen billigen Anzug, dessen 80-Gerät nicht gut ist. Ich fix mal die Waffe, ich hab fast keine Munition mehr für die. Warum mache ich es einfach so schwer? Ich hab so seinen Arsch propellert, Alter. Gut, atme nach.
Und gehen wir jetzt, hauen wir ab, Alter. Raus hier. Ja, mal gucken, was denn Duty Word es gibt dafür. Ja, machen wir. Das Ding ist halt, man kann auch da, ich sag mal, fail. Man kann da nicht so viel umbringen und dann sagt er halt, ah, du warst ein Slow Stalker und sowas halt. Aber lässt er ihn trotzdem durch. Buzz off, Stalker. We don't let every loser go through. Buzz off, Stalker. We don't let every loser go through. Buzz off, Stalker. We don't let every loser go through. Classic, ich liebe es. Das ist ein Bug, das ist nicht, geplant, dass die drei Zwillingsbrüder quasi das gleiche sagen. Alt, Stalker, you can't go any further. Why? Because that's our territory, dude territory, and we are very picky about who we let in. Blät! We let through into our base. If you don't have anything important to discuss with our leaders, you ain't getting past here. I need to pass, I have some business with the barkeep. Oh, you're the marked one. Yes, barkeep told us about you. You can pass. Thanks for helping us fighting off the boss. Thanks. Arschloch. Er spuckt da auf und dann lässt uns trotzdem durch. Oh, jetzt will ich ausweichen, weil hier ist. Ich weiß, vergiss, wie die heißt. Springboard, glaube ich. Auf jeden Fall Tornado Anomalie, die Einheiten hochwirbelt und dann in 1000 Stücke zerreißt. Hoppa, so. Oh mein Gott, ich höre einen Sudo-Dog. Scheiße, Mann. Dudodogs sind böse. Die Dinger, oh mein Gott. Jetzt sind die sogar ein bisschen harmlos. In Anomalie sind die viel in Anomalie sind die viel brutaler. Scheiße! Komm, ich helfe mit den Duty-Leuten ein bisschen. Nein, tue ich nicht, das ist eine Quest. Das war ich doch nicht für lau, Alter. Hallo. Keine Tag was? Okay. Was ist mit dir? Go on, keep moving. What are you staring at? Can you tell me something interesting? They were purging the Yanta zone recently. Yeah, cleaned it up pretty well. The research laboratory is here, but too many zombies all around. So I have to regularly hold over there to help the scientists out. Yanta ist auch ein Gebiet, was wir bald besuchen werden. Was geht? Dein Name bitte, Sergeant Kitsenko. Go on, keep moving, what are you staring at? There was a massacre by the outpost, what happened? That's the last wave of mutants that came before the blowout. It's quiet for 3 or 4 days, and then there's another wave. If not for us, there'd be no bar, there'd be no duty. We're the last barrier in the way of these crazy mutants. A lot of our boys met the end here. Shit. Ja, die strugglen gegen Hunde und Wildschweine. Ja, das ist übrigens die Fraktion, die Zone vernichten, beziehungsweise die von den normalen Menschen abhalten will. I'd like to know something. What do you want to know? It's my first time here. Could you tell me a little about this place? Ach du Scheiße. Before the accident in 86, this was an industrial area. As you can see, there ain't much left of it now. In the basement by the hangar, you find the 100 Red Bar. The place is run by the local trader who doubles up as a barman. If you want to trade, talk, get a mission, or find out the latest news, that's the place to go. There's always the arena where you can fight and make some cash.
Duty's base is not far from the arena. If you want to join duty, go straight over there. They'll tell you who to speak to and... Oh, by the way, all of this area is protected by duty, so behave and keep your weapons all altered. If you start looting, the patrol will calm you down pretty quick. Danke für die Information, wir brauchen eigentlich nichts wissen. Editor Job, Purge Door Clear, machen wir direkt. Bevor wir überhaupt zur Bar gehen, räumen wir auf. Okay, das ist einfach nur markiert. Nehme ich das hier. Ja, ja. Nehme ich das hier direkt vorne. Ja. Ah, fuck, ich habe so einen Text nicht vorgelesen. Na egal, machen wir kurz. Kurzen Prozess mit den Kutschbahn. Scheiße, lass mich. Der hat echt gewartet. Alter, da klappert mich weg. Alter. Selbst die Hunde sind schlau. Oh Gott, das reicht mir. Das reicht mir jetzt durch. Wie viel Text ist, in dem Jäger Wildschweine umbringen müssen, bevor die alle Farmen und so zerstören. Fucking Wildschwein, Alter. Ja, es waren jetzt ja Hunde. Ich lass mal alle Waffen durch. Oh, die ist ja richtig miserabel, okay. Ich hätte die eh verkauft, weil ich brauche den 5 nicht mehr. Ich hab schon was Besseres. For the job. Assignment is complete and here is the reward. Jawohl. Was hat er noch? Okay, der hat nichts mehr. Ich glaube, der bekommt auch keine Jobs mehr. Also keine Job mehr für uns. Das werden wir ein bisschen öfter so ein Playthrough. So. Man sieht, wie schön man ist, wenn man sehr viel. Ich liebe es. Naja. Mit dem Artefakt ist man relativ schnell. Was heißt schnell? Mit dem Artefakt ist man schnell, weil die Ausdauer geht nicht wirklich schnell runter. Und man kann quasi, wenn man leicht genug ist, unendlich lang rennen. Ich nehme den Leuten das Essen weg. Ich bin fertig, ich darf das. Wenn er was dagegen sagt, hat er fett vorbeig, Jungs. So. Ja, komm. Das ist der Barkeep. Übrigens, was cool ist, das da hinten ist Alpha-Footage von Stalker Shadow of Chernobyl. Das ist, glaube ich, die Alpha-Version 0.14. Wenn ich nicht lüge. What's up, man? Hey, Mark, have you brought the documents from the Institute? Great work, Mark. We have the documents at last. I need to have a look at them now, and maybe I'll work out how to get north. While I do that, if you have problems with money, you can fight at the arena. The owner of the arena is Arnie. I've uploaded his coordinates. Okay. Okay, the document you brought from the Institute makes some things a little clearer, but we're still missing the info we need to get a full picture. A lab designated X-18 is mentioned, and its description matches the abandoned underground vaults in the Dark Valley. Looks like you'll have to go there and get the info we need. The lab is closed, and you need 2 electronic keys to get inside. I'll give you 1. But you'll need to get the other one from Bull in the Dark Valley. Go on. All you have to do is acquire the second key to Lab X-18. Get inside and retrieve the second batch of documents. Don't forget to get yourself a protective suit, or you won't have a chance in hell of getting to the lab. So, will you do it? I'll try. Great, I'll be waiting. So. Es wird Zeit, Business zu machen. Wir haben 2 Stalker-Suits. Wo habe ich die Zeit denn jetzt hier? Egal, auf jeden Fall der hier. Die Shotgun brauchen wir nicht mehr. Die ist zwar gut und nicht... Okay, doch, ich behalte sie. Sie ist ein gutes Werkzeug, aber die MP5 kann weg.
Genauso können auch ja, die Munition für den F5 weg. Die Musik ist ja sehr, sehr geil, ich feiere sie. So, diese Artefakte können weg. Moment, die Artefakte können nicht weg. Alter, die Sau rülpst neben mir. Drecksau. So, machen wir so Trade. Und ich guck, was für Jobs der hat. Da, hier, Find the Meat Junk Artefakt, das haben wir bereits. Der gibt dir für 2500 Rubel und 2 Scientific First Aid Kits. Man kann darüber diskutieren, ob das was bringt oder nicht, aber ich will das machen. Some patrons have stopped by, left an order for a meat junk. You know, they have a certain interest in this healing artifact. Those rotten miracle works, workers. Anyway, you're gonna do it. It's up to you. I'm up for it. I'm for the job. So. Das letzte Artefakt habe ich nicht, das brauchen wir jetzt mal nicht. So. Kill the soldier. Not right now. Wir brauchen das jetzt mal nicht. So, jetzt verkaufen wir die restlichen Artefakte. Das ist eigentlich ganz gut, dass dann brauche ich eigentlich keine Bandagen mehr oder kaum. Und ich habe jetzt sehr viele. Da gibt es 15 Rubel pro Stück. Machen wir mal kurz ein bisschen Cash. So. Was hat er denn hier? AN-94 Abakan. Die macht wirklich nur ein bisschen mehr Damage, aber ist in allen Punkten schlechter. Oder soll ich eine kaufen? Gib mir am besten ein Medikit und eine Granate. Eine Pistole. Pistole ist nur minimal präziser und schießt nur ein bisschen schneller. Glaube ich mir nicht. Ich könnte mir diese 2 Anti-Reds kaufen. Und Munition ein bisschen aufstocken, weil wir werden erstmal nicht mehr so viele Soldaten finden. Das müsste eigentlich alles gewesen sein. Ja, vielleicht noch so ein 2er-Pack Shotgun Shells. Ja, das müsste passen. Trade. Still alive? That's great.